Law Enforcement Against Prohibition, kurz LEAP, ist eine international tätige Organisation, die über das Scheitern der aktuellen Drogenpolitik aufklärt. In diesem Verein organisiert sind Richter, Polizisten, Staatsanwälte, Juristen und all diese Menschen bringen ihre Berufserfahrung aus diesem Bereich in diesen Verein und arbeiten eben an der Aufklärung und der Änderung der Drogenpolitik. Eine deutsche Abspaltung dieses Vereins sollte sich Ende Oktober hier bei uns in Deutschland in Berlin gründen. Und in diesen Vorstand sollte unter anderem der Polizeipräsident der Stadt Münster, Herr Wimber. Herr Wimber ist dadurch aufgefallen, dass er schon in der Vergangenheit sich für die kontrollierte Abgabe von Cannabis eingesetzt hat. Diese Gründungsveranstaltung wurde kurzfristig abgesagt mit der offiziellen Begründung, es hätte organisatorische Gründe. Gleichzeitig tauchten die ersten Gerüchte auf, dass wohl das Innenministerium und der Innenminister des Landes NRW, Herr Jäger, dort persönlich interveniert hat und diese Gründungsveranstaltung Herrn Wimber verboten hätte. Was bis dahin nur Gerüchte waren, hat sich jetzt als Wahrheit herausgestellt. Denn die Piratenfraktion im Landtag NRW hat von der Landesregierung einen Bericht zu diesen Ereignissen angefordert. Und daraus geht hervor, dass tatsächlich das Innenministerium dem Polizeipräsidenten nicht nur die Gründungsveranstaltung, sondern auch alle anderen Aktionen rund um diesen Verein und alle Äußerungen dazu untersagt hat. Dass der Innenminister zu solch drastischen Mitteln greift und seinen Beamten solch ein Engagement verbietet, zeigt eigentlich nur, wie sehr er an der Wand steht und wie sehr es ihn treffen muss, dass ausgerechnet Kritik aus den eigenen Reihen kommt. Wir freuen uns darauf, wenn LEAP nächstes Jahr die Arbeit hier aufnehmen kann, nämlich dann, wenn Herr Wimber offiziell im Ruhestand ist und der Innenminister keine Handhabe hat, Herr Wimber dieses Engagement zu verbieten. LEAP wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die gescheiterte Repressionspolitik der vergangenen Jahrzehnte zu verändern.